Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier bei Marvel Spider-Man 2. Wir machen natürlich direkt mal dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich erstmal ein Dankeschön an die vielen Zuschauer da draußen, die das ganze letzte Video fantastisch, wunderbar, positiv bewertet haben. So, wir müssen wieder Cravens Schurken erledigen oder halt Schlägertypen. Und außerdem, ihr seht schon, wir sind nicht alleine. Harry ist mit auch dabei. Aber diesmal in Anti-Venom-Style. Er kann schon ein bisschen den Symbionten kontrollieren. Aber wir alle wissen ja natürlich, was daraus später wird. Halt quasi nichts Gutes. Bist du dabei? Vergiss es! Ich komm nicht hier runter. Also mal ganz ehrlich, wie viele Schlägertypen seid ihr hier noch drin? Wo ist denn noch einer? Ach, da hinten! Bleib ruhig! Erledige sie nacheinander! Okay, nacheinander! Alles klar, Herr Lehrer! Herr Lehrer! Das heißt Mr. Spider-Man! Langsam wird's anstrengend! Wo ist der Typ bloß? Lass mich raus! Ich glaube, wir sind gleich da! Okay, das waren alle. Langsam werde ich nervös. Sicher, dass wir das schaffen? Aber Logo, wir sind die Spider-Freunde. Okay. Da ist unser Mann. Wie ist der Plan? Holen wir ihn uns. Ich starte ein Ablenkungsmanöver. Versuch du, ihn zu befreien. Okay. Sie werden so schnell groß. Ich hol dich hier raus, okay? Kannst du nicht. Die haben alles verkabelt. Dann entkabele ich es. Was habe ich dir gesagt? Sorry, ist mein erster Tag. Ich brauche hier Hilfe! Bin gleich zurück. Vor allem ist es jetzt eigentlich aufgefallen, es ist ja dieselbe Stimme von Kratos aus den neuen God of War-Spielen. Also noch einmal durchs Feuer! Jetzt musst du noch Witze reißen! Gehört zum Job! Diese Ironie! Also wenn du halt gerne Spider-Man werden möchtest, musst du auch gerne Witze reißen. Mal sehen, ob wir entkommen. Wo kommen die alle her? Vielleicht kann man die buchen. Wir müssen diesen Ofen ausschalten. Da! Wenn wir die Maschine mit Kühlmittel überlasten, sollte sie ausgehen. Wo ist Spidey? Wo? Wird hier auch nichts angezeigt. Da muss ich erstmal hier die Gegner platt machen. Hier komme ich! Sind sie weg? Rechtzeitig, um den Ofen auszuschalten. Gut, jetzt sollte... Wollt ihr hier etwa alle umbringen? War nicht der Plan! Sorry!
geben nicht auf. Das machen wir auch nicht. Okay, Runde 3. Oder Runde 4? Ich habe keine Ahnung. Kein Glück. Wir haben keine Zeit für sowas. Was machen wir? Schlag schneller. Das kriege ich hin. Tombstone muss da raus. Vielleicht können wir den Käfig demolieren. Da, zieh die Stützen raus. Nenn mich verrückt, aber heute zählt zu den besten Tagen meines Lebens. Du musst echt öfter rausgehen. Oh, verdammte Drohnen. Drecksviecher. Nur noch zwei übrig. Woraus besteht das denn? Keine Ahnung, aber hier fällt alles zusammen. Mach weiter. Es funktioniert nicht. Hier stürzt gleich alles ein. Ich krieg den Käfig nicht auf. Vielleicht kommen wir durch den Ofen. Nein, da drin ist es zu heiß. Hast du eine bessere Idee? Schwere Entscheidungen. Was hast du vor? Komm schon, Harry. Da! Was jetzt? Los! Gehen wir zurück, hier durch! Los, raus da! Weg hier! Ihm nach! Job immer so stressig? Yoga wirkt Wunder beim Stressabbau. Wollt ihr hier sterben? Bewegung! Nein, 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 nein! Wir haben ihn verloren! Keine Panik! Schnell, hier lang! Harry! Harry! Harry, Kumpel, wo bist du? Moment. Ist uns jemand gefolgt? Ich schau nach. Der Nachteil daran, wenn man sauber bleibt. Das Spiel hält dich in Form. Zum Glück waren wir rechtzeitig da. Ein paar andere hatten weniger Glück. Die hätten mich gar nicht kalt machen können. Und sie wollten das wohl ihrem Boss überlassen. Kennst du ein sicheres Versteck? Ja. Wenn die nochmal kommen, bin ich bereit. Richte deinem Freund meinen Dank aus. Man sieht sich, Spinne. Die haben sich wohl aufgeteilt. Sollten wir auch. Ja. Hey, das war gute Arbeit. Echt jetzt? Und ich war mir sicher, dass ich alles vermassle. Hast du. Aber im bestmöglichen Sinn. Was machst du? Moment! Sorry. Hab immer noch nicht raus, wie das funktioniert. Cooles Design. Was meinst du? Hast du nicht gerade... Hä? Das hab ich wohl. Sieh dir das an. Jetzt sind wir wohl wirklich Spider-Freunde. Ich gehe zurück ins Labor und sehe nach, ob Dr. Connors aufgetaucht ist. Gute Idee. Ich melde mich später. Unglaublich. Okay, jetzt machen wir weiter mit Miles. Begib dich zu Rios Büro. Wieder wegen eines Tausendfüßlers. Ich sollte mich bei Pete erkundigen. Hey Miles,
Hey Mann, lang nichts gehört. Brauchst du Spider-Hilfe? Danke, wir kommen klar. Wir haben Tombstone gerettet, bevor Kraven ihn in die Finger bekommen hat. Wir? Oh, lange Geschichte. Also, mein Freund Harry, er hat so eine Art Poweranzug. Damit kann er ordentlich austeilen. Bei den Jägern wird er echt helfen können, das steht fest. Warte, ist er einer von uns? Quasi? Es geht alles so schnell, aber wir reden später. Ich muss los. Bis später. Das sagt er oft. Okay. Mal sehen, was mit Marlos ist. Allerdings. Okay, hier haben wir schon direkt ein paar weitere Versteckte. Oh, das ist neu. Im Bau befindlich. Ach, das ist bestimmt diese Mysterio-Nebenmission. Hier steht doch sogar Mysterium. Stimmt, dort wurden ja irgendwie verschiedene, ich sag mal, Gebäude gebaut, die eigentlich später im Verlauf des Tages oder Zeit, Monate rauskommen soll. Cool, jetzt gibt's halt Mysterions Nebenmission. Ich weiß, ich habe mal einen Kommentar gelesen. Es heißt nicht Mysterion, es heißt einfach Mysterio. So. Okay, ich würde mal sagen, ich mache dann auch hier wieder ein paar Nebenmissionen. Und wenn wir schon mal hier sind, mache ich direkt mal mit Cravens Versteck. Hatte ich dich, Kleiner. Sag mir, wo die Basis ist. Komm schon rum. Verstärkung gerufen? Nicht cool. Und zwar gar nicht cool. Ich liebe wirklich Miles Moves. Die sind einfach die besten. So, du bist jetzt hier der Letzte, oder was? Hier, friss das. Obwohl, du bist schon K.O. Komm her. Erzähl mir was. Bewege den Kurs, um die Kommunikationszentrale zu finden. Kann, was mich dort erwartet? Aha, was haben wir denn hier? Wenn ich das Relais deaktiviere, können sie keine Verstärkung rufen. Cool. Du warst also in zwei anderen Ansätzen in Harlem? Ich sollte zu den anderen Ansätzen. Vielleicht führen sie mich zur Basis. Okay, werden die überhaupt hier dann angezeigt? Wohl kaum. Hier haben wir direkt schon eine nächste, aber hier haben wir wieder so eine Central Park Storm Nebenmission Harlem. Upper West Side. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir ein paar Nebenmissionen. Weil die Story, die würde ich glaube ich jetzt nicht wirklich in der Folge schaffen. Machen wir dann halt quasi in der nächsten Folge weiter. So leid es mir auch tut. Haben Sie schon mal von Kriminellen gehört? Nach der Haft bessere Menschen waren, ich auch nicht. Aber Quentin Beck möchte uns das glauben. Achso, ich mache jetzt weiter mit. Ah, verstehe. Jetzt kann man doch anscheinend einige Nebenmissionen nur mit Peter machen. EMS also. Was geht ab? Super. Wir möchten, dass Sie mit dem Rad durch 10 Kontrollpunkte fahren, um reale Akkuwerte zu messen. Gehen Sie zum Fahrradständer im Central Park. Ihr Ausweis gewährt Ihnen Zugriff. Wir brauchen keine Schlagzeilen. Das ist ein Job für den guten Pete. Jetzt kann ich eins dieser coolen, hochmodernen Dinger fahren. Oh geil, Fahrradfahren, das liebe ich. Okay, los zum ersten Kontrollpunkt.
Ah, ist das nicht schön? Traumhaftes Wetter. Vorsichtig, Leute. Ich fahre hier Fahrrad. Muss hier ein Experiment machen. Aber wie gesagt, traumhaftes Wetter. Schön ruhig die Gegend. Was will man bitte schön noch haben? Okay, ich kann nur mit X fahren. MJ, Harry und ich haben tolle Shows im Park gesehen. Hey, das Schild ist eine gute Rampe. Yeah! Extreme! Fantastisch, das war ein cooler Sprung. Habt ihr diesen geilen Sprung gesehen? Da waren Harry und ich hier jeden Sommer auf Konzerten. Der war doch Hammer. Das könnten wir mal wieder machen. Check? Wow, das ist nicht normal. Ich denke nicht, dass das Fahrrad ein eigenes Feuerwerk geben sollte. Das ist nicht sicher. Bei diesem Tempo überlädt die Batterie und explodiert. Ich muss es schnell zur Fahrradstation bringen, wo man die Ladung sicher entladen kann. Okay, dann sollten wir uns besser beeilen. Aus dem Weg, Leute! Hier kann gleich ein Fahrrad explodieren. Sorry, sorry. Alles für die Wissenschaft. Ich habe schon viel explodieren sehen, aber das wäre mein erstes Fahrrad. Ich weiß, hier ist eine Baustelle. Ich weiß, ich darf da nicht hinfahren, aber trotzdem. Ich habe keine andere Wahl. Komm, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Schnell jetzt. Vielleicht kann ich die Überladung durch einen Tempoboost ein wenig reduzieren. Die Brücke ist blockiert. Ich muss irgendwie darüber. So, Pete. Turbo! Yeah! Extreme! Entschuldigung, Verzeihung! Achtung! Oh mein Gott, komm, 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 das will ich noch schaffen. Puh, das war verdammt knapp. Die Batterie wird sicher entladen. Aber Dr. Nguyen sollte wissen, dass ein Kurzschluss offenbar eine thermische Reaktion bewirkt hat. Wenn es nicht im Labor passiert ist, sind sicher die variablen Außentemperaturen schuld. Ich habe ein paar Ideen für die Wärmeregulierung. Und direkt hier vorne ist so ein Mysterium. Wie sieht das denn bitte schon aus? Okay. Aber ich glaube, das können wir nur mit Malz machen. Hier haben wir aber wieder so eine Fotomission, sogar zwei. Na, wenn wir schon mal hier sind. Gut, gut. Erinnert mich an einige Leserbriefschreiber beim Bugle und einige seiner Mitarbeiter. Meinungsfreiheit ist eine tolle Sache. Aber wenn man eine Sache immer wieder wiederholt, wird sie nicht wahrer. Was du nicht sagst, Kumpel. So, Moment mal. Dort hinten war jetzt noch auch eine Fotomission. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch wieder das nächste Versteck machen. Überraschung, Leute. Da ist er. Tut mir leid, Leute. Ich habe hier noch was aufzuklären. Alter, wie sollen wir das denn machen? Achso, der verzieht sich wieder. Ich dachte schon, müssen wir wirklich den Hebel bekämpfen?
Boah, ich sagte doch, keine Raketen. Ach, da oben bist du. Hier, friss das. Bekomme ich hier vielleicht mehr Basisinfos über eure Basis? Ignoriere mich. Ich sehe mich nur um. Zeig mir Basisinfos. Da haben wir das zweite. Und da haben wir das dritte. Mit ein paar Netzen lässt sich das beheben. Kein Basisstandort. Vielleicht beim nächsten Ansatz. Okay, alles klar. Einen Moment mal, wenn ich jetzt hier nach links switche. Okay, werden nur die anderen Nebenmissionen angezeigt, die in der Stadt sind. Aber ich hatte recht, die Mysterium-Nebenmissionen kann man nur mit Miles machen. Dann weiß ich ja schon mal Bescheid. Gut, das heißt also, in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der Hauptstory. Und ich bin auch am überlegen... Oh, 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 warte, Moment mal, hier ist wieder so ein Zukunfts-Spidey-Bot. Habe ich das irgendwo... Muss er hier sein? Update zur Gerichtsverhandlung des Jahrhunderts. Aha. Die Bürger von New York gegen Norman Osborn. Erinnert ihr euch an den Teufelsatem? Wie Bürgermeister Norman vor ein paar Jahren... Ach, ein Iron Spider. ...verantwortlich war? Tja, seine Anwälte okay. haben den Einzug der Gerechtigkeit schon wieder ausgebremst. Laut unserer Quelle vor Ort reichen sie lächerliche Anträge zur Verschleppung der Ermittlungen ein. Nichts für ungut, liebe Juristen unter euch. Aber irgendwann muss es mal gesagt werden. Fahrt zur Hölle, Anwälte. Na gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Und das ist wieder so ein Spider-Bot. Okay, das ist also doch nicht so einfach ein Spider-Bot aus der Zukunft, sondern irgendwie mit verschiedenen, finde ich, sagen, Anzügen. Aber den ersten, das war jetzt aus 2099. Das war jetzt vorhin, den wir gerade eingesammelt haben, ein Iron Spider. Und wer bist du? Spider-Bot, Spider-Bot, warum bist du Spider-Bot? 1602. Hat die Peter damals früher gebaut und die jetzt alle verloren? Oder warum sind denn jetzt hier alle? Keine Ahnung, ich hab null Ahnung. Oh, hier wird getanzt. Yeah. Geiles Foto. Furchtbaren Dingen, die in dieser Stadt passieren, sorge ich mich, dass die Leute ihr Zuhause nicht mehr verlassen wollen. Ihr Leben aufgeben. Aber heute nicht. So, ich habe jetzt gerade gesehen, dort war auch wieder so ein Spider-Bot. Irgendwo ist er. Ich habe doch wieder diese Blase gesehen. Ah, Moment mal, Moment mal. Aha, da versteckst du dich. Mit einem Kampfgewicht von ein paar Gramm. Von wer weiß wo, Spider-Bot! Junior Spider-Bot, okay. Also ihr seht, es gibt voll die verschiedenen Varianten. Nun gut. Also, Anzüge. Haben wir etwas Neues? Tatsächlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie mag ich jetzt diese Anzüge mit den Umhängen jetzt tatsächlich nicht so gerne. Ich weiß, ich glaube, es soll irgendwie ein bisschen nach Moon Knight erinnern. Ich bin wirklich kein Fan davon. Genau wie der hier mit der Kapuze. Obwohl, der geht noch. Etwas Neues für Miles. Tatsächlich. Den kennt man auch noch aus dem ersten Teil. Aber bis jetzt... Gefällt mir immer noch genau dieser Anzug. Sollten mal echt paar neue Geräte verbessern.
Okay, das sollte jetzt gewesen sein. Nun gut, Leute, ich sehe mal auf die Zeit und laut Zeit ist es mal wieder die Folge zu beenden, so leid es mir auch tut. Okay, wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der Hauptstory und schauen dann mal auch, wie wir weiterkommen, weil ich würde auch gerne mal einen von diesen neuen Nebenstory machen von Mysterio. Das würde mich auch furchtbar interessieren, wie da die Geschichte weitergeht, weil ich glaube immer noch, dass Mysterio vielleicht doch irgendwie noch ein Schurke spielt oder er ist doch halt total lieb wie Tombstone, nur seine ganzen Läden, die funktionieren nicht richtig. Wer weiß, das erfahren wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge oder je nachdem, wann wir die machen. Nun gut, haben wir jetzt noch... Ah ne, ich wollte schon sagen, nee, das ist nicht der letzte Kristall, nee, ich sehe schon auf der Map. Es fehlen noch einige. Okay, Leute. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper freuen. Und ich sage noch, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart und mach's gut. Tschüss.